Hallo, auf meinen vorigen Videos kann man sehen, wie ich diese Pflanzen behandelt habe. Das hier ist Amaranth in einem Laken. Ja, ich habe hier einen sehr schönen Trockenraum. Hier vorne Quinoa in Bananenkisten. Und ich wende das ab und zu mal, damit das schön luftig und trocken ist. Bei der Gelegenheit merke ich, dass die Samen langsam rausrieseln und dass ich bald dreschen kann. Sehr schön. Kriegt man immer ein Gefühl für das Ganze. Hier eine Mangoldpflanze, die ausgeblüht und gereift ist für Samengewinnung. In diesem Laken lange Quinoa-Pflanzen, auch in einem Kopfkissen habe ich noch klein geschnibbelte Quinoa, die trocknet und unten kann man auch schon fühlen, dass sich langsam die Samen lösen. Da ist ein Beifuß, das ist ein wunderbares Hähnchengewürz zum Beispiel, dann eine Salatblüte. Hier sind die Hauptsächlich sind es Erdbeermais, die nachtrocknen. Da gibt es auch ein Video über die Ernte. Die trocknen jetzt erstmal ein paar Wochen nach. Dann kann ich die einmal als Saatgut nehmen und auch für Küchenexperimente. Unter anderem ist der Erdbeermais ein exzellenter Popmais, der in Gourmet-Tempeln verwendet wird mittlerweile zu Höchstpreisen mit super Geschmack. Das probiere ich natürlich auch aus. Hier lösen sich schon die Körner. Das Korn habe ich auch wirklich zerbissen und probiert. Ja, hier sehr luftig, trocken, Kalksandsteine, die wirklich jeden Fitzel von Feuchtigkeit auch noch aufsaugen würden, wenn es denn käme. Ich bedanke mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal und tschüss.